Szeretettel köszöntöm dr. Mário Fischert a mai interjúnkon, aki a Európai Protestáns Egyházak Közösségének a főtitkára, tulajdonképpen a Gekhelyben az én főnököm, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm itt az asztalunknál a Magyarország Evangélikus Egyház standján, és szeretnénk vele egy interjút készíteni. Lieber Herr Dr. Fischer, lieber Mario, wir duzen uns ja, wir kennen uns seit langem. Die Gekke hat immer einen Stand an dem Kirchentag. Ich grüße dich vor allem sehr herzlich an dem ungarischen Stand, hier an dem Kirchentag in Nürnberg. Aber wie gesagt, die Gekke hat immer einen Stand am Kirchentag. Warum ist das so? Warum findest du wichtig, dass die Organisation immer so präsent ist? Es ist so, dass von den 50 Millionen Protestanten, die wir noch in Europa haben, knapp die Hälfte davon in Deutschland leben. Und der Kirchentag ist das größte Protestantentreffen in Europa. Daher ist es schon mal von dieser Seite wichtig, hier präsent zu sein. Und für mich ist es großartig, dass eben viele der Mitgliedskirchen hier auch präsent sind. So wie eben auch die evangelisch-lutherische Kirche in Ungarn, die hier mit einem Stand ist, ihre Arbeit bekannt macht. Und dass ich so auf einfachem Weg viele unserer Mitgliedskirchen treffen kann. Das ist eine wunderbare Chance. Und andererseits natürlich die Arbeit der Gekke hier im deutschen Publikum auch bekannt machen kann. Der Generalsekretär ist auch immer sehr eingebunden, vielfältig sogar. Welche Aufgaben hattest du bis jetzt und hast du noch während des Kirchentages? Beim Kirchentag selbst ist das eigentlich relativ überschaubar. Wir haben einen Stand, wir haben verschiedene Veranstaltungen zur Theologie der Diaspora, über das Beziehungsreichtum von kleinen Kirchen. Wir haben einen Workshop gemacht über Eurowaisen, Kinder, die alleine aufwachsen, weil die Eltern in Westeuropa arbeiten, und wir haben ein Feierabendmahl. Und sonst ist meine Aufgabe tatsächlich hier, die Mitgliedskirchen zu besuchen, mir anzuhören, was gerade die Schwierigkeiten in den einzelnen Ländern sind, womit sie sich beschäftigen, und dann daraus zu überlegen, was wir da für Gesamteuropa für Schlüsse ziehen können. Das sind sehr schöne Pläne, aber wir haben auch natürlich im Bewusstsein oder im Hinterbewusstsein, dass die Gekke dieses Jahr 50 Jahre alt ist, also die Leuenberger Kirchengemeinschaft wurde dieses Jahr 50 Jahre alt, und mit 50, wenn ein Mann oder jemand, der 50 ist, legt sich ein bisschen so nach hinten und kauft sich ein teures Auto und lässt andere ein bisschen arbeiten. Im Gegensatz dazu arbeitet aber die Gekke-Geschäftsstelle mit Vollgas. Welche Feierlichkeiten gibt es dieses Jahr? Wie feiert ihr das Jubiläum? Also es ist schön, dass du den Vergleich ziehst zu einem Geburtstag. Ich glaube, wir haben es eher zu tun mit einer 50-jährigen Hochzeit, einer goldenen Hochzeit. Denn vor 50 Jahren wurde der Ehevertrag unterschrieben, man ist aufeinander zugegangen, hat eine Gemeinschaft gebildet und hat sich dann im Laufe der Zeit erst kennengelernt und hat sich miteinander angenähert und hat sich auch in dieser Beziehung in der Gemeinschaft verändert. Und da ist jetzt zu fragen, nach 50 Jahren, da kennen wir uns jetzt, und normalerweise kann man sagen, dann ist die Zeit der Enkelkinder schon da, die jetzt in andere Richtung gehen und vieles neu machen, was vom Anfang gar nicht unbedingt gedacht war. Und da stehen wir jetzt. Wir haben ein gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können, an theologischer Arbeit von den Leuten, die vor uns da waren. Und jetzt geht es darum, dass diese Arbeit in die Kirchen hineingetragen wird. Die Gekke ist mittlerweile in den Kirchen angekommen. Unsere Gedanken sind jetzt wirklich auf der Ebene der Mitgliedskirchen diskutiert. Und dass wir mit Vollgas arbeiten, ist natürlich auch dem geschuldet, dass viele Kirchen das jetzt fordern, dass sie sehen, die europäische Ebene ist wichtig, und wir können auch in vielen nicht mehr alleine als Kirche uns selbst genug sein, sondern wir brauchen einander im europäischen Zusammenhang. In unseren Ländern können wir nur als Lutheraner, Reformierte, Methodisten zusammen manche Sachen bewerkstelligen. Und das ist, glaube ich, der Grund, dass wir zurzeit so viel machen und einen solchen Aufschwung auch haben. Und das freut uns alle. Auch unsere Kirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn. Denn wir sind auch sehr eingebunden in die Gekke-Arbeit. An verschiedenen Projekten nehmen wir teil, an Programmen, Konferenzen werden unsere Personen, zu Konferenzen werden unsere Personen oder unsere Entsandte delegiert. Wir sind aber eine kleine Diaspora-Kirche.
Das Thema Diaspora kommt dir sicherlich bekannt vor und das ist ein ganz wichtiges Thema in der GEKE. Warum legt die Organisation, also die GEKE, so viel Wert auf die Diaspora-Kirchen und auf dieses Thema? Ich hatte vorhin gesagt, von den 40, 50 Millionen Evangelischen in Europa leben 50% in Deutschland. Das heißt, außerhalb Deutschlands leben nur noch im Durchschnitt 3% evangelische Christen. Und das ist die normale Realität von evangelischen Kirchen in Europa. Und 2012, die Vollversammlung in Florenz hat da einen Studienprozess ja angestoßen zum Thema, was können wir von Minderheitskirchen lernen für das, was Kirche sein bedeutet. Nicht nur für die Kirchen, die jetzt kleiner werden, sondern was können wir lernen, was bedeutet Kirche sein? Und welche Rolle spielt dabei das Wort Diaspora? Und da kam Spannendes heraus, dass wir festgestellt haben, kleine Kirchen, Minderheitskirchen, wenn wir nur auf das Wort Minderheit schauen, schauen wir auf die kleine Zahl, auf das, was man zu wenig hat, wo man lamentiert. Aber wenn wir dann schauen, was hat diese Kirche zu bieten, dann sind das Beziehungen. Minderheitskirchen haben keine Privilegien, sondern sie leben daraus, dass sie immer neue Beziehungen haben, vor Ort Partner finden, um ein Thema voranzubringen, mit Argumenten überzeugen und nicht mit den Privilegien, dass sie internationale Partner haben, mit denen sie stark arbeiten und dadurch in ihre Gesellschaft sich einbringen. Minderheitskirchen ziehen sich normalerweise nicht zurück, sondern sind gerade aktiv in ihrer Gesellschaft. Und dadurch wurde der Diaspora-Begriff komplett neu geprägt. Vorher haben wir gesagt, Diaspora ist Zerstreuung, auseinandergestreut sein. Und jetzt sehen wir eher, es ist eingestreut sein in das Ackerfeld der Welt. So wie die Gleichnisse Jesu, wenn er vom Himmelreich spricht, vom Reich Gottes, das ausgestreut wird wie ein Same. Und das ist jetzt der Gedanke, dass wir sagen, jede Kirche, ob groß oder klein, hat diese Diaspora-Dimension. Sie muss sich einbringen in die Gesellschaft, sie muss beziehungsreich leben. Und so wird sie weiter auch ihr Kirche sein, richtig leben können. Und das war eben ein Prozess, den wir durchgeführt haben. Und früher war es so, dass die GEKE tolle Bücher produziert hat und die ins Regal gestellt hat. Wir haben gesagt, dieser Prozess ist viel zu wichtig. Und wir haben deswegen ganz viele Veranstaltungen dazu durchgeführt, auch hier auf dem Kirchentag, haben ein einfaches Heft dazu produziert, das in den Gemeinden gelesen werden kann. Und es wird wirklich angenommen und diskutiert, um zu verstehen, was können wir von den kleinen Kirchen lernen. Und das ist wirklich ein Umschwung im theologischen Denken. Früher hat man oft sich nach Deutschland orientiert und von Deutschland Antworten gesucht und sie in die anderen Länder transponiert. Bei diesem Prozess waren eben Theologinnen und Theologen aus Ungarn, aus Italien, aus Polen dabei und haben hier entschieden, was können wir beitragen zum Kirche sein. Dankeschön für diese wirklich ausführliche, aber sehr, sehr gut begründete Antwort. Ich finde ganz wichtig, dass Same zu sein als kleine Kirche gibt auch Hoffnung. Und diese Hoffnung wird weitergetragen, auch in der GEKE und natürlich von uns allen. Aber zu dieser Hoffnung will ich noch meine nächste Frage stellen. Du hast ja bereits eine ganze Geschichte in dieser Hoffnung, also praktisch in der GEKE gehabt. Hast als Sondervikar angefangen, dann warst du auch Stabsmitglied und dann jetzt bist du Generalsekretär. Und das ist eine wirklich schöne zusammenhängende, aber natürlich mit einigen Pausen zusammenhängende Geschichte. Und ich bin auch praktisch seit 2006 bei der GEKE, habe das alles beobachtet. Also wir haben schon auch mit der GEKE eine gemeinsame Geschichte. Aber natürlich, die Zukunft sieht sicherlich ein bisschen anders aus. Wo siehst du die GEKE eigentlich jetzt, sagen wir, in 10 Jahren? Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die GEKE mittlerweile angekommen ist bei den Kirchen. Von dem, dass sie früher eher auf der akademischen Welt war, theologische Arbeiten vollzogen hat, ist sie jetzt im Leben der Kirchen angekommen. Ich hoffe, dass die GEKE die Plattform sein wird, auf der Kirchen immer mehr ihre gemeinsamen Fragen besprechen. Wie kriegen wir Nachwuchs im Pfarramt? Wie lesen wir die Fragen, dass wir den Glauben an die nächste Generation weitergeben? Wie gehen wir mit ethischen Fragen in unseren Gesellschaften um? Dass wir hier immer mehr gemeinsam voneinander lernen und das diskutieren und nicht einzelne Kirchen allein lassen mit den Lösungen. Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo ich die Aufgabe der GEKE sehe. Ein anderer Bereich ist der, dass wir gemeinsame Aufgaben auch angehen. Ich sehe hier zum Beispiel die Frage der
Migrationskirchen. Also nicht nur kleine Migrationsgemeinden, sondern große Kirchen, die zum Teil aus Afrika kommen, aus Asien und größer sind als die Kirchen in Italien, als die Kirchen in Frankreich. Und hier gibt es die Möglichkeit auch zu klären, wie finden Sie Ihren Weg in Europa, dass wir hier Gemeinschaft leben können als Christen? Und ein weiterer Punkt wird sein, im Rahmen der europäischen Einigungsprozesse zu schauen, kann die GEKE eine Stimme sein, die verschiedenen Stimmen der Kirchen in Europa zu bündeln und einzubringen in den politischen Einigungsprozess Europas und in die Entstehung der politischen Fragen und in die Diskurse. Und in diesem Zusammenhang dann auch noch, dass innerhalb der GEKE wir ein Potenzial haben, vorbildhaft zu leben in Europa, mit den anderen Kirchen zusammen, mit der katholischen Kirche, mit der orthodoxen Kirche zu sehen, wie geht es weiter, wie können wir das gestalten und auch gemeinsam handeln. Ich denke, es wird immer mehr auch ins gemeinsame diakonische Handeln gehen. Und das ist noch ganz in den Anfängen. Da hat die GEKE auf diesem Bereich sicher noch auch gutes Potenzial. Jetzt ist die Zeit, so lautet aber das Kirchentagsmotto. Und das beschäftigt uns natürlich auch. Was beschäftigt uns am meisten jetzt? Wie siehst du das? Was beschäftigt dich? Was beschäftigt die GEKE vielleicht jetzt? Wobei, da hast du schon auch zum Teil angesprochen. Wie siehst du das jetzt im Zusammenhang mit dem Kirchentag? Also ich denke, ein großer Bereich ist es, dass wir verschiedene auseinanderdrängende Kräfte zurzeit in Europa haben. Sie sind jetzt derzeit durch den Krieg in der Ukraine etwas zusammengerückt wieder. Aber wir hatten in Europa die starke Spannung zwischen Nord und Süd, wenn es um Wirtschaft und Finanzen geht. Und die starke Spannung zwischen Ost und West, wenn es um ethische Fragen und Grundüberzeugungen, was ist die Rolle der Gesellschaft, geht. Und hier ist es wichtig, dass wir als Kirchen zusammenstehen, dass wir uns begegnen und sagen, halt, vertraut nicht darauf, was ihr in euren jeweiligen Medien über die anderen Länder lernt, sondern schaut, was wir von den Kirchen auch voneinander hören. Hört genau zu. Und wir haben das gesehen beim Brexit oder bei solchen Fragen. Es kann sehr schnell gehen, wenn wir nicht aufeinander hören, dass wir uns durch ein Auseinander dividieren lassen. Und gerade in Zeiten, wo Zentrifugalkräfte in Europa wirken, müssen wir als Kirchen umso mehr, glaube ich, zusammenstehen. Das ist ein großer Bereich, den ich sehe. Und die anderen Bereiche, hatte ich jetzt schon angesprochen, im Rahmen von kleiner werdenden Kirchen, das als Chance auch zu sehen, die Hoffnung auszusprechen, zu sagen, es ist nicht die Katastrophe für eine Kirche, kleiner zu werden. Christen werden nicht gezählt, sondern gewogen, was sie für ein Gewicht haben in ihrer Gesellschaft und in ihrer Bedeutung für andere Menschen. Ganz herzlichen Dank. Eine letzte Frage vielleicht nur noch. Was wünschst du der GEKE zu diesem, sagen wir lieber, goldenen Jubiläum oder Heiratsjubiläum oder wenn man so sagen kann? Ich wünsche mir, dass sie weiter ankommt in den Kirchen, dass sie an Relevanz gewinnt. Es muss nicht jeder die GEKE kennen. Aber es ist der große Gewinn schon, dass heute evangelische wissen, ich kann zum Abendmahl gehen in der lutherischen Kirche, in der reformierten Kirche, in der methodistischen Kirche und ich bin dort willkommen. Das ist, glaube ich, der große Schritt, der gelungen ist. Es ist so wie beim Strom. Wir müssen heute, nicht jedes Kind muss verstehen, wie das funktioniert mit den Elektronen und dergleichen. Es reicht, es muss wissen, ich kann den Stecker in die Steckdose stecken und dann funktioniert mein Radio. Und so ist das gelungen mit der Kirchengemeinschaft auch. Entscheidend ist, wir wissen mittlerweile, wir gehören zusammen und diese Gemeinschaft ist uns so wichtig, dass wir nicht uns trennen lassen wollen durch Themen, die gerade mal an die Tagesordnung geschwemmt werden in den Medien oder durch politische Positionen. Das finde ich am wichtigsten, dieses Schlusswort, und bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview und wünsche dir Gottes Segen als Generalsekretär, auch als Pfarrer, auch als Freund von uns allen, und vielen Dank noch einmal. Liebe Clara, auch ich danke vielen und wünsche auch eurer Kirche alles Gute und viel Kraft für all das, was euch bevorsteht. Aber ich weiß auch, dass ihr eine Kirche seid, die voller Hoffnung in die Zukunft geht, und das ist wichtig. Gebt diese Hoffnung weiter in eurem Land. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann, Josepan.